Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und in dem Sinne auch eine ganz neue Serie hier bei uns auf dem YouTube-Kanal, weil wir nämlich eine wunderbare Ankündigung haben. Marcel steigt ganz neu ins Warhammer 40k-Universum ein und wir haben uns gedacht, dass wir diese Serie oder diesen Einstieg mit einer Serie begleiten wollen, um Neueinsteigern, wenn es euch auch so geht, oder Leuten, die einfach noch nicht so Ahnung von dem Tabletop-Hobby haben, im speziellen Warhammer 40k, so einen kleinen Einstieg zu ermöglichen, beziehungsweise vielleicht so zwei helfende Hände, die euch mitnehmen auf diese kleine Reise, auf dem Weg vom Urschleim Warhammer 40k bis zum ersten Battle Report, der dann irgendwann mal stattfindet. Also wir würden das komplett dokumentieren und würden euch gerne mit auf diese Reise nehmen. Ja. Und ja, entsprechend ist diese Videoreihe soll sich natürlich an die Neueinsteiger fürs Warhammer 40k an die Neueinsteiger richten. Das heißt also, wir werden gewisse Dinge natürlich erstmal nur anreißen. Also wirklich die Veteranen von euch, die werden dann natürlich sagen, ja gut, da ist natürlich ein bisschen Lücken drin, aber es geht jetzt wirklich erstmal um den Urschleim. Das heißt Neueinsteiger. Und ja, womit fängt man im Prinzip an? Also wenn wir wollen jetzt nicht die Grundsatzfrage klären, was ist Tabletop oder so, das sollte ja eigentlich den meisten klar sein, aber wo geht es deiner Meinung nach los, wo die ersten, ich sag mal, Problemchen auftreten können, wenn sich Leute grundsätzlich, die haben das vielleicht mal irgendwo gesehen, wo können die ersten Probleme auftreten, wo man sagt, ja, jetzt weiß ich nicht richtig, wie ich damit anfangen soll oder kann. Also prinzipiell, da wir ja schon mal nicht drauf eingehen, was Tabletop allgemein ist. Das heißt, vielleicht kommt man ja aus irgendeinem anderen Spielsystem, aus einem anderen Universum. An meinem Beispiel jetzt, weil komme ich zum Beispiel Age of Sigmar und Warhammer Fantasy komme ich her. Habe ich jahrelang, 12 Jahre lang gespielt. 40k war immer so schon, dass man mal rüber geguckt hat, aber letztendlich Zukunft, immer so diese ewige Diskussion, lieber Herr der Ringe oder lieber Star Wars. Da war ich auch schon immer eher der Herr der Ringe-Typ so. Aber jetzt im ganzen Mini Paradise neuen Projektrahmen ist natürlich auch wichtig und das möchte ich auch jetzt unbedingt. Jetzt hat's einfach mal, ist es auch mal an der Zeit, 40k anzufangen, damit auch wir beide, so wie ich dir Age of Sigmar beibringen konnte, du mir jetzt auch endlich 40k beibringen kannst. Sehr, sehr gerne, ja. Also ich würde sagen, das Wichtigste und Spannendste überhaupt ist, wenn man mit einem Tabletop anfängt, zu schauen, was gibt das Hobby überhaupt in dem 40k-Universum her. Und da fängt ganz vorne natürlich erstmal an, wie sieht das Spiel aus, wie funktioniert das Spiel und vor allem, welche Möglichkeiten gibt es, welche Armeen kann man da alle finden. Und dann kommt man ja irgendwann genau zu dieser schwierigen Situation, wie entscheidet man sich anzufangen und vor allem auch mit welcher Armee. Und das finde ich sehr schön, dass wir dann genau eben auch versuchen wollen, auf die Zielgruppe eben uns auszurichten, die genauso vor dieser gleichen Entscheidung stehen. Das Projekt könnte man natürlich genauso auf Age of Sigmar auch übertragen, aber wir machen es speziell einfach mal 40k, weil ich eben genauso wie viele andere vielleicht auch einfach mal vor dieser Entscheidung stehe. Also ich habe die Entscheidung schon getroffen mit anzufangen, aber ich stehe jetzt davor, wie beginne ich und vor allem mit was fange ich an, weil man kann sich nicht einfach wahllos irgendwelche Figuren kaufen. Das funktioniert halt bei diesem Hobby nicht. Ich kann mir nicht einfach vor irgendeinen großen Ständer hier laufen und mir irgendwas rausholen, sondern das muss natürlich auf einem Raster, eine Armeezusammenstellung eben laufen. Und so würde ich dann eben auch beginnen wollen. Ich weiß es wirklich noch nicht, womit ich anfangen will und das genau wollen wir eben mit euch gemeinsam mal zeigen, wie so ein Prozess einfach aussieht, diese Entscheidungsfindung, nach welchen Kriterien, und da würde ich euch gerne mit an die Hand nehmen, so wie ich das eben durchlebe, dann vielleicht Leuten helfen kann, die ebenfalls diesen Weg noch bestreiten möchten. Ja, und vielleicht ergänzend dazu, ich meine, wir sind jetzt in der glücklichen Situation, dass wir schon, sage ich mal, eine Community sind. Und ergänzend dazu vielleicht noch für Leute, die jetzt von außen zugucken, die auch ähnlich Interesse haben an 40k oder AOS, was auch immer. Aber vielleicht könnte man nochmal so ein bisschen auf die Probleme eingehen, wenn sich ein einzelner Mensch zu Hause vielleicht irgendwie über einen Computer mal dafür interessiert, der hat ja keine Berührungspunkte, der hat jetzt nicht diese glückliche Situation wie wir, dass wir jetzt hier im Laden sind zusammen und eine Community hier in Kassel noch haben, wo wir sagen können, ey, zeigst du mir das mal. Weißt du, da gibt es ja, da entstehen ja Probleme und ich glaube, da sind auch zum Teil Berührungsängste vielleicht auch dabei. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt oder zum Teil auch noch, ich will jetzt nicht sagen, verrufen ist oder so, aber man hat durchaus eine gewisse Hemmung, denke ich, irgendwo reinzugehen und zu sagen, ich fange jetzt mit so einem Randgruppenhobby an.
Ja, also prinzipiell ist es so, ist auch ein Randrum-Hobby und es ist ja auch nicht so dieses erste Gespräch, wenn man irgendeinen Menschen an der Straße anspricht oder kennenlernt, so, na, du bist auch ein Warhammer-Spieler. Natürlich, was denkst du denn? So wie Fußball oder sowas, wo man ja als Fußballfan mal schnell als Gesprächsthema abends bei jemandem kennenlernt, aufgreift, weil viele Menschen da Fußball, aber bei Warhammer ist das natürlich, da geht man allgemein immer ein bisschen vorsichtiger mit rum, weil es erst natürlich schwierig ist, weil es auch gar nicht so viele Menschen eben kennen, obwohl, glaube ich, insgesamt der Weg des Tabletops und auch was Warhammer angeht, eben auch steil nach oben geht. Aber klar, was kann man machen, wenn man eben, wenn man nicht in dieser glücklichen Situation bin, in der ich mich befinde, dass ich jemanden habe, der fundiertes Fachwissen mitbringt, also sich allgemein auskennt in 40k, vor allem über die Armeenzusammensetzung und auch vielleicht über diese Spielbarkeiten der Armeen. Wenn man das eben nicht hat, dann muss man natürlich irgendwo anfangen, sich Informationen zu sammeln. Die bekommt man natürlich, wenn man erstmal auf die Internetseite geht von www.gamesworkshop.de, um da einfach mal, sag ich mal, die Produktkategorien von 40k einfach mal durchzugehen. Aber diese Seite ist auch für einen Anfänger, für einen blutigen Anfänger echt erstmal etwas komplizierter aufgebaut. Definitiv. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Es wird einem nicht sofort klar, wie man letztendlich trotzdem mit dem Hobby anfängt. Deswegen. Es sind halt so viele Impressionen, es sind so viele bunte Bilder, neue Namen, die man nicht hat, die natürlich die unterschiedlichen Spielsysteme repräsentieren. Aber man kommt sich da erschlagen vor. Ne? Ja. Aber es gibt natürlich auch auf der Games Workshop Seite Möglichkeiten. Erstmal, wir wollen ja jetzt, denke ich mal, auf das Thema hinaus, wie man Anschluss zur Community bekommt. Genau. Und da gibt es ja, glaube ich, auf der Games Workshop Seite irgendwie eine Möglichkeit. Ja, also klar kann man erstmal einen lokalen Games Workshop aussuchen. Meistens sind die wirklich in allen großen Städten irgendwo vertreten, muss man schon mal so sagen. Aber auf dieser Internetseite gamesworkshop.com oder .de könnt ihr auch nach lokalen Spielorten suchen. Also sind so Games Workshop Fachhändler beispielsweise, so wie wir das jetzt auch sind. Und da kann man eben gucken, in welchem Umkreis, könnt ihr auch Postleitzahl eingeben, da könnt ihr gucken, in welchem Radius eben sich solche Fachhändler befinden. Und dann wäre es einfach der beste und einfachste Tipp, einfach dahin zu fahren und mit den Leuten vor Ort das Gespräch zu suchen. Gerade mit den Verkäufern, mit den Leuten, die da drin sind, vielleicht spielen da auch Leute, um dann einfach schon mal diese Berührungspunkte oder Berührungsängste zu bewältigen, aber eben auch schon gleich Kontakte zu knüpfen und Gespräche zu führen, weil das Hobby lebt einfach von der Gesellschaft, von der Community, definitiv, von dem Miteinander, von den Kommunikationen miteinander. Klar kann man auf ziemlich vielen Foren, Internet, gw-fanworld.de oder Warhammer Board oder Tabletop Welt, das sind alles so drei sehr große Foren, es gibt glaube ich noch mehr, aber wo man auch sich anmelden kann, einfach schreiben kann, hey, ich bin neu im Hobby, ich komme aus Mainz, gibt es hier Spiele in der Nähe, das kann man auch machen, klar, da sind die Möglichkeiten echt schon gut und auch unerschöpflich hoch, aber diese lokalen Treffen, diesen Fachhändlern, die sind teilweise auch sehr gut, weil man auch jemanden nochmal hat, der, wenn jetzt ein Verkäufer beispielsweise ein Kundengespräch führen kann oder auch mal zeigen kann, Zeit nehmen kann für so Demospiele und hat auch vielleicht Figuren im Laden stehen, dann könnt ihr einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Das würde ich so einsteigen auf jeden Fall empfehlen. Und ich denke, man kann dazu auch noch sagen, natürlich haben die Leute, wenn ihr in den Store geht, da gibt es natürlich nicht nur die GW-Händler, es gibt auch andere Läden, die andere Produkte haben, aber unter anderem natürlich auch Warhammer führen. Die Verkäufer, natürlich haben die irgendwie eine Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, die sind auch irgendwie als unter betriebswirtschaftlichen Aspekten unterwegs. Aber man muss, glaube ich, dazu sagen, dass in dieser Szene, in dieser Community an sich, die Leute, also man hat nicht diesen typischen Verkäufer so vor Augen, sondern die Leute sind wirklich natürlich freundlich, die helfen euch, die nehmen euch an die Hand und die erklären auch und die nehmen sich vor allem auch Zeit. Das wichtigste Gut überhaupt. Ja, das kann man nicht für die Leute, ne? Das kann man nicht mit so einem klassischen H&M-Verkäufer definitiv vergleichen, wo man reingeht, ohne jetzt was über H&M zu sagen, aber einfach als Beispiel mit Klamottenladen, wo man einfach eine Beratung bekommt über das T-Shirt beispielsweise oder wenn man das überhaupt bekommt. Aber in der Tabletop, da ist ja schon wirklich dieser Fokus, das merkt ihr auch sofort, wie ihr hingeht, auf dieses kommunikative Miteinander, weil der Verkäufer sich auch erst mit euch beschäftigt, um euch berät oder mit euch ein bisschen durchgeht, was überhaupt euer Ziel ist, was ihr erreichen wollt und das ist schon, oder wie ihr anfangen wollt. Aber man merkt halt auch, die Leute sind einfach intrinsisch motiviert. Die Leute leben das. Ja. Und das wird halt auch rübergebracht und das schlägt auch dieses typische Verkäufer-Dasein auch wirklich völlig in den Hintergrund. Natürlich wollen wir das verkaufen, aber man merkt wirklich, es kommt von innen raus und die Leute sind einfach Feuer und Flamme dafür und jeder ist natürlich auch begeistert, da neue Leute zu akquirieren. Entsprechend, diese Tipps, also die kann man auch wirklich beherzigen, geht einfach raus, geht in die Stores, sucht einen Kontakt mit den Menschen, sucht vielleicht auch in Foren oder so nach lokalen Tabletop-Clubs und so weiter und so fort. Da gibt es endlos viele Möglichkeiten, auf jeden Fall geht raus.
sprecht die Leute an, die Community ist wirklich super, super freundlich. Und ich denke, das bringt uns dann auch so zum nächsten Thema, weil wenn ihr das, was Marcel jetzt schon gesagt hat, auf der Seite mal geguckt habt und ihr habt diese ganzen Völker und ihr seid euch da wahrscheinlich anfangs unsicher, wenn ich mir jetzt ein Volk ausgesucht habe, was muss ich denn da jetzt kaufen? Da gibt es natürlich die berühmten Start Collectings, aber wie erweitere ich das? Was für Gesichtspunkte hat das? Diese ganzen, ich sag mal, Regularien, die da einhergehen, um eine Armee korrekt aufzustellen, auch um da möglichst viel vielleicht auch rauszuholen. Wir werden in dieser Videoreihe mal angeschnitten irgendwann, ich denke mal vor dem ersten Battle Report mal darauf eingehen. Aber das wollen wir wirklich erstmal von uns wegschieben. Wir wollen erstmal auf die elementaren Dinge eingehen, jetzt am Anfang. Das ist nämlich so eine Sache, geht raus zu den Leuten und lasst euch das einfach mal erklären. Und vor allem macht euch da gar keine Platte am Anfang. Geht raus, wenn euch irgendwas gefällt, dann nehmt das und dann fangt an zu spielen. Nehmt euch eine Startkollektion oder sowas. Es gibt, wir werden dann in der nächsten Folge, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen. Es gibt mehrere Gesichtspunkte, nach denen man am Anfang gehen sollte. Und das sind nicht viele. Und alles andere ist egal. Also ganz rudimentär, fangt einfach erstmal an und macht euch nicht zu viele Gedanken. Schaut erstmal, ob das überhaupt was für euch ist, mit so Sachen kaufen, zusammenbauen, bemalen und so weiter. Da geht ja, es geht ja viel einher damit, ne? Genau, deshalb werden wir eben auch, ich werde das mit Robert ja live durchgehen, eben einfach mal zu schauen, welche Armeen gibt es insgesamt. Das wird einfach der nächste Schritt sein, dass wir einfach mal einen kurzen Überblick geben, welche Armeen gibt, was zeichnen die Armeen aus, wie ist das von der Bemalung und so weiter. Aber ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr mal mit dem Hobby anfangt. Das ist ein Stück weit ein Hobby, das ist aber auch ein Prozess, wo viel Arbeit rein investiert werden muss, weil die Figuren müssen halt wirklich alle zusammengebaut und anschließend bemalt werden. Und dann können natürlich auch unbemalt bespielt werden, aber dieses ganze Ambiente und diese ganze Impression von diesem schönen Spielfeld mit bemalten Figuren, das kommt auch wirklich dann erst zur Geltung, wenn man eben mit einem fertig ist. Und man freut sich eben auch, seine eigene Leistung letztendlich auf dem Spielfeld zu sehen. Das ist wirklich Belohnung. Ne? Also wenn man das sieht, wirklich, dann muss ich dir echt recht geben. Das ist, also ich finde, das kann man auch gar nicht richtig mit Worten wiedergeben. Das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl. Ja. Das ist, also ohne, dass es jetzt hier irgendwas passiert. Oder so. Das ist wirklich was ganz Besonderes und dann merkt man auch wirklich, weil das ist sein Fleiß, seine Arbeit, sein Ergebnis und die führt man dann und befehlt die Armee in ihrem Schlachtfeld. Das ist schon ein Gefühl, was einem herrlich geht. Das ist wirklich herrlich, ja. Und das belohnt einen. Ja. Und wenn sie dann noch gut sind und den Gegner vom Feld jagen. Dann folgt man sie eben noch mehr. Schmeckt das Feierabendbier noch dreimal besser. Ach, genau. Muss man keine Niederlagenbier trinken. Nee, klar, genau deswegen machen wir mit dieser Reihe eben genauso weiter. Die Armee-Auswahl, wie ich mich entscheide, kommt genau danach. Und warum ich mich für die Armee entschieden habe, das kann ich auch erst, nachdem ich eben über alles mal ein bisschen Informationen bekommen habe, durch den lieben Robert hier. Und danach würde es genauso weitergehen, dann würde ich mich hinsetzen, würde euch zeigen, wie baut man Figuren zusammen, wie sieht das Ganze aus, wie fängt man auf einmal an, Sachen zu grundieren, wie bemalt man, welche Techniken kann man, also so ein bisschen für Anfänger. Schön, wir gehen sogar mit da drauf ein, das ist gut. Ja. Wir gehen auf alles ein, eben was man so als einfach als blutiger Anfänger, wie man letztendlich den Weg ins Tabletop gehen kann oder gehen sollte, besser gesagt, und einfach auch ein bisschen auch drauf gucken, dass man auch am Anfang, was für viele Menschen auch sehr wichtig ist, nicht sehr viel Geld erstmal ausgeben muss, um schon wirklich auch tolle Ergebnisse auf dem Spielfeld zu platzieren. Das ist ja auch immer so ein Manko gewesen, was in dieser Szene einfach gibt, weil diese Plastikfiguren, auch wenn die Boxen halt nicht besonders groß sind oder nicht viele Figuren drin sind, das ist für manche Leute schon erstmal auch eine Geldsache, muss man doch dazu sagen. Definitiv, ja. Aber das ist auch irgendwas, was das Hobby halt auszeichnet, weil wenn man sich irgendwann, auch wenn es nur in Anführungszeichen Plastik ist, was man da kauft, aber da sieht man auch irgendwo die detaillierte Arbeit von Games Workshop, diese Platten, die diese Gussrahmen erzeugen für diese Plastikteile, das ist schon hochwertig. Das mega, ist schon, absolut. Und wenn man sich überhaupt die Spielbranche anguckt, egal ob man sich jetzt Lego oder Playmobil-Figuren kauft, die sind eh alle auch teuer, also egal was man sich irgendwann als Hobby ist kauft, ist es eher alles teuer, von daher braucht man auf diese Gesichtspunkte nicht gucken, aber wir gucken auch eben mal, dass man mit wenig Geld auch erstmal einen guten Start machen kann. Absolut, und ich sag mal so diesen, wir haben es vorhin kurz angesprochen, man hat natürlich verschiedene Wege jetzt an so ein Tabletop dran zu gehen. Wir verfolgen jetzt einen Weg, ganz klar, das ist die Optik erstmal, wir gehen dann noch mal näher drauf ein. Es gibt natürlich mit Sicherheit auch Leute unter euch, die sagen, ich will ein Spiel spielen, um zu gewinnen. Ich will jetzt eine absolute Powerliste haben. Ich will das jetzt gleich richtig verstehen, dann kaufe ich mir die Einheiten, die ich brauche. Das ist für uns persönlich der falsche Weg.
Ja. Für uns jetzt. Das ist, also wir akzeptieren das natürlich, dass es Leute gibt, die so denken, das ist auch absolut okay. Und die vielleicht da auch nicht so den Fokus auf andere Dinge legen. Aber für uns, wie wir das Hobby mögen und wie wir das Hobby persönlich leben, ist es der falsche Weg. Der Ausbau mit der Liste, die Optimierung der Liste der Armeen, das kommt hinterher. Das ist einfach nicht unsere Herangehensweise. Und wir können sie euch natürlich irgendwie zeigen jetzt. Aber das ist für uns, wir leben das einfach nicht. Und deswegen werden wir darauf nicht eingehen. Wenn ihr aber darüber hinaus natürlich irgendwie Fragen habt zu diesem Thema, wie mache ich mich im Vorfeld wirklich schlau, Listen zusammenzubauen, weil in diesem Tabletop im 40K ist es nun mal so, um, ich sag mal, ein Gleichgewicht zwischen den beiden Armeen herzustellen, gibt es ausbalancierte Spiele. Und dazu muss natürlich eine Einheit einen gewissen Punktewert haben, um zu ermitteln, wie viel sie kostet, um welche Gewichtung sie in Stärke hat auf dem Schlachtfeld. Und dann einigt man sich natürlich auf eine gewisse Größe in Punktzahlen und dann werden Armeen zusammengestellt. Und um Armeen dann korrekt aufzustellen, muss man gewisse Regularien einhalten. Also es gibt da ähnlich wie beim Militär, kann man sich das vorstellen, im Prinzip Bataillone, es gibt Speerspitzen, also Detachments sind das und die geben einem dann so gewisse Bonis und dazu muss man einfach gewisse Dinge erfüllen. Man muss dann halt zum Beispiel 3 Standardtruppen mitnehmen und 2 Anführer, also HQ-Einheiten. Das sind so Feinheiten, das ist, geht jetzt für den Anfang einfach zu weit, wenn man sich so detailliert jetzt schon damit beschäftigt. Solltet ihr natürlich trotzdem Fragen haben zu diesem Thema, dann schreibt uns einfach unter dem Video und wir können da natürlich auch gerne beantworten und gerne euch helfen. Das ist überhaupt kein Thema, aber wir wollen diese ganzen Geschichten jetzt einfach wirklich erstmal nach hinten schieben und wir wollen also einfach von vorne anfangen unter gewissen Gesichtspunkten. Genau, dann geht's los. Weil das Schönste soll es ja sein, Armeen auf dem Spielfeld zu bringen und diese Faszination des Würfelrollens, Faszination des Würfelrollens mit sich hat. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Hinspielen, ein paar Würfel schmeißen, einen schönen Abend in Gesellschaft verbringen. Das ist eigentlich das, was das Hobby eigentlich am meisten von Spielen gelebt wird und auszeichnet. Klar gibt es auch eine Turnierszene, aber wir gehen erstmal den Weg des spaßigen Spiels innerhalb einer Gesellschaft, in einer Gruppe, wie genau. Uns beiden. Und so wollen wir euch natürlich auch alle Informationen erstmal geben, mit auf die Reise nehmen und eintauchen in die 40K-Welt. Ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir das heute ab. Für die zweite Folge, was würdest du dir wünschen, so als Anfänger? Ich würde mir wünschen, weil ich dann genau vor dieser Wahl stehe, mit welcher Armee würde ich jetzt anfangen. Ich muss hier eine auswählen von den vielen Armeen, die das 40K-Universum hat. Ganz ehrlich, weißt du schon, welche Armee du spielen willst? Ohne dass, also du hast ja schon mal ein bisschen geguckt nach unsere Sachen hier und so. Weißt du schon oder hast du schon eine Tendenz? Ich weiß noch nicht genau, ich habe eine Tendenz, weil ich schon immer Elfen cool fand. Ich spiele AOS und habe ich keine Elfen. Mhm. Ich fand immer ganz cool, dann Elfen beispielsweise mal zu spielen. Ob ich das, wie gesagt, guck, ich weiß nicht genau, wie es vom Playstyle her ist, da muss auch ein bisschen was zu mir passen. Und deswegen schauen wir uns das in der zweiten Videoreihe nochmal. Perfekt, dann, dann schauen wir uns in der zweiten Videoreihe die Völker nochmal genau an. Dann werden wir so ein paar, ich sag mal, so ein paar Gesichtspunkte mal raussuchen, nach welchen Kriterien wir diese Armeen jetzt einordnen würden, beziehungsweise ich, um dir vielleicht einfach nochmal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte vielleicht in 2 Sätzen mal ganz rudimentär, ganz klein zu erzählen. Und dann suchen wir uns 2, 3 Gesichtspunkte raus, nach denen wir diese Armeen bewerten würden. Und dann würde ich sagen, dann suchst du dir in der nächsten Folge eine Armee aus und die wird den Zuschauern dann vorgestellt und dann geht's weiter. Genau, so sieht's aus. Wir freuen uns auf euch und dass ihr diesen Weg mit uns geht. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare einfach runterschreiben oder schreibt uns an. Oder wenn euch irgendwas noch auffällt, was ihr unbedingt wissen möchtet. Oder falls ihr genau diesen gleichen Weg jetzt geht als neuer 40K-Einsteiger, lasst uns dann teilhaben, wie ihr euch entschieden habt oder wie ihr euch letztendlich gefühlt habt dabei und wie ihr den Weg gehen wollt. Wir freuen uns auf alles, um mit euch in Kontakt zu treten. Und ebenfalls könnt ihr gerne auch immer mit uns in Kontakt gehen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas bemängelt, was wir hier anders machen sollten oder falsch gemacht wurden. Da sind wir immer gerne offen. Wir sind gesprächsbereit und freuen uns darüber. Ansonsten sehen wir uns in der zweiten Videoreihe mit den Einstieg in die Völker und bis dahin. Macht's gut!